Liebe Reality Stars, im Sendungsablauf steht als nächster Programmpunkt die Wand der Wahrheit an. Dieses Mal möchten wir von euch wissen, wer ist der beste Reality Star in der Sala? Oh, was für eine beschissene Frage. Doch diese Wand der Wahrheit wird anders gespielt als sonst. Denn? Denn was Deutschland sagt, spielt heute keine Rolle. Bei mir sowieso nicht. Dieses Mal möchten wir nun wissen, was ihr denkt. Bringt eure Fotos jetzt in eure richtige Reihenfolge. Links der beste Reality-Star in der Sala. Rechts der schwächste Reality-Star in der Sala. Das ist ein böses Spiel. Da muss man jetzt einfach schauen, dass man wirklich klug entscheidet, was man sagt und was man von sich gibt und wo man am besten landet im Ranking. Hol mal Matthias auf jeden Fall hier mal vor, würde ich sagen, oder? Ja, Matthias ist einer. Muss erst mal vor. Da widerspricht er nicht. Und dann müssen wir beide weit nach hinten, oder? Wahrscheinlich. Würde ich sagen. Ja, wir sind ich ganz auch neu sagen. Hier. Ja. Nico auch. Ich auch mit nach hinten. Also in die Loser-Ecke. Paul, für mich bist du auf zwei. Also ja. Nee, ich die Ecke. Nee, was Entertainment ist, glaube ich. Also ich finde, Paul hat ja nicht so viele, oder ich weiß es nicht, Reality gemacht. Doch, Paul macht Reality? Ja auch. Wolle Rose kaufen. Also, Paul ist ja auch bei sämtlichen Sachen, die jetzt RTL Paul sind, ist immer schon eigentlich ganz weit vorne. Immer mit dabei. Ich glaube, ich bin aber auch mit vorne, ja. Weil ich bin einer der ersten Really Reality Shows. Ja, Really? Da steht die Entertainment, die Stars und ich war 365 Tage im Haus. Ja. In diesem Moment habe ich mich selbst auf Platz 1 gesehen, da ich wirklich der Reality-Star bin. Ich würde das sogar switchen, Emmy. Sascha sieht sich auf Platz 1, weil er mal vor 25 Jahren ein Jahr im Promi Big Brother, nee, stopp, das war ja das normale Big Brother Haus war. Es war ja 24/7, also das sind schon sehr, sehr viele Stunden Reality. Und deshalb sehe ich mich auf Platz 1. Nächste. Sarah. Immer Quotengarant gewesen. Ja, ist ja so. Ja, muss man sagen. Muss man auch mal. Ja. Ja. Aber dann Eva auf jeden Fall. Sarah. Eva, Emmy. Eva ist auch Unterhaltung. Jetzt Emmy. Pack dich mal daneben. Pack dich direkt daneben. Mensch, das geht ja hier so schnell wie's Katzenbacken. Oder wie heißt das nochmal? Ja, jetzt würde ich mich auch sehen. Damit bin ich fein, ja. Ich glaube, ich wäre weit vorne gewesen. Und das ist für viele ein Dorn im Auge, auch für Neuankömmlinge, weil die dann sagen, hey, der ist beliebt, der ist ein großer Konkurrent, vielleicht für das ganze Ding hier, um zu gewinnen und so. Deswegen habe ich mich erstmal schön zurückgelehnt und wollte andere in den Vordergrund schieben, die vielleicht ich raushaben will. Daniel zum Beispiel hat noch nie Reality-Fernsehen gemacht, ist hier super in den Spielen. Wie oft hast du dich gesaved, so gefühlt? Dann sehe ich dich zum Beispiel ganz, ganz vorne. Da war gar keine gute Absicht dabei, sondern einfach nur, Diggi, du sollst weg hier, mehr nicht. Ich würde eine Sache noch mal sagen wollen bezüglich meines Fotos, was einfach meinen persönlichen Platz angeht. Ich habe unfassbar viel Reality gemacht, habe unfassbar viel Sendezeit generiert. Ich war auch im spanischen Big Brother House, ich war im amerikanischen Reality. Ich habe hier unfassbar viel Reality gemacht und ich glaube, ich bin unfassbar erfolgreich, was Reality und Unterhaltung und Sendezeit angeht. Und ich sehe mich sehr weit hinten für das, was ich bin. Ja, die Emmy und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Everywhere in the whole world, I made my shows, my reality shows. Aber es geht ja nicht darum, wo und wie viel, sondern was du geleistet hast, wie lange warst du dabei, um das geht's. Ich habe viel mehr geleistet als Sascha, als Matthias. Ich bin talentierter. Also sprechen die vier Sprachen? Haben die Sendungen in Amerika und in Spanien gedreht? Haben die eine Wohnung wie ich, ein Auto wie ich? Besitzen die das alles wie ich? Nein! Und ich weiß, dass die Leute einschalten, wenn sie mich sehen. Ich sag sie, wie es ist. Geh weiter vor. Bin ich auch. Ja. Also Serkan ist, egal in welchem Format er war oder was er gemacht hat oder auf Instagram, immer Entertainer. Nein, nein, ohne Witz. Ich bin ohne Scheiß, ich finde mich da super fein da drin. Also ich würde auf jeden Fall hinter Jay sein. Eva. Bei Big Brother. Mach nach unserer Zeit.
Ich zuerst und dann sie. Ja, genau. Also, Eva. So meinst du? Ja, genau. Ach so. Ego hin oder her, ne? Ich sehe mich auch sehr weit vorne, wahrscheinlich auch vor allen anderen so, aber hey, blöd, ich setze mich doch nicht auf eins, wenn ich weiß, wir ranken. Da wollte ich mich jetzt einfach nicht gefährden. Unser kleiner Einstein. Warum stellen wir nicht Emmy auf Platz 1 dann? Eva? Eva? Warum hast du das gerade gesagt? Warum wir dich nicht auf Platz 1 machen, habe ich gesagt. Warum? Aus welchem Grund? Weil das doch. Ja, wegen dem Entertainment, oder nicht? Das ist doch fein so. Ja, aber warum darf sie doch nicht. Aber jeder darf doch seine Meinung haben, ist doch voll okay. Warum musst du, aber Emmy, ganz kurz. Aber sie hat ja gelacht dabei. Aber ganz kurz, warum musst du alles auf die Goldwaage legen, was sie sagt? Dann lass doch jetzt die Emmy auf Platz 1 machen. Wegen Serkans Gedanken kam halt einfach so, ja, okay, warum setzen wir nicht Emmy auf Platz 1? Und dann habe ich darüber gelacht, aber nicht, weil ich sie ausgelacht habe. Das ist doch voll gemein. Nein, warum musst du denn alles immer als Angriff sehen? Ich hab's doch gehört, also. Eva war einfach nur neidisch, dass ich in meinem Bikini moderiert habe, dass ich das gut gemacht habe. Das hat sie alles getriggert, dass ihr Paul mich da anschaut und am Sabbern die ganze Zeit ist. Natürlich musste sie dann einen blöden Kommentar loslassen, um mich blöd dastehen zu lassen. Versucht hat sie's. So, ganz kurz, sind wir cool? Ja. Ach, komm, yes. Ist doch egal. Ja, alle komm. Cool? Alles gut. Emotion pure. Hate, love, fight, everything. Ah, gutes Stichwort, fight. Wenn du Kommentare los wirst, dann sag's mir einfach ins Gesicht. Flüster sie nicht irgendeinem ins Ohr. Hab ich dir doch Nein, gesagt. Nein, du hast jemandem ins Ohr geflüstert und gehofft, dass ich's nicht höre. Ich kann sowas gar nicht ab. So eine feige Art. Ich mach du mich. Hast mich ausgelacht. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen. Ich dich auch nicht. Gut, tut mir leid. Lass es. Du bist feige und deswegen gehst du einfach. Ich bin feige. Ja, ich habe. Warum gehst du dann und soll ich und dir was sagen? Es nicht aus. Soll ich dir was sagen? Wenn einer feige ist, dann bin ich die Letzte. Weil wenn du das Sommerhaus gesehen hast, dann weißt du ganz genau, dann dass ich nämlich stehen, die Letzte wie eine bin. Frau. Ich und möchte mit aus. Dir. Ich möchte dann mit, diskutierst ich möchte aus. Mich auf deinem Niveau nicht begeben und mit dir so sprechen. Ich feige. Oh, okay. Dann geh doch nicht weg. Dann geh ja, doch nicht okay. weg. Sie hat keine Argumente. Sie ist einfach nur eine neidische kleine Person. Denkst du, ich bin eigentlich bescheuert? Okay, dann denk das. Dann machen wir doch Emmy auf Platz 1. Denkst du, ich denk mir das aus? Ja, aber so hast du doch von dir gesprochen, oder? Nein, habe ich nicht. Oder habe ich mich dahingestellt und eine nein, Rede über meinen nein, hab ich Lebenslauf nicht. Gehalten? Habe ich kein Recht? Darf ich mich nicht groß machen? Du darfst alles machen, was du also möchtest. Also warum lachst du mich dann dafür aus? Das ist doch mein Recht, wenn ich meine, darüber zu sprechen es und zu ist sagen, dein Recht, ich möchte... mich auszulachen? Ich bin nicht die Einzige, die das erschreckend fand oder die es nicht cool fand oder die sich darüber lustig gemacht hat. Und keiner spricht es aus. Das Einzige, was die beiden gleich haben, ist das E am Anfang ihres Namens. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich nicht ernst aus nehmen kann? Aus einem absurden Grund? Was für ein absurder Grund? Ein absurder Grund, den du genannt hast, warum du mich nicht ernst nehmen kannst? Hast du mich gefragt, warum ich dich gesagt, nicht ernst nehmen kann? Dass ich gerne ein, zwei Plätze weiter vorne wäre, weil ich sogar mehr Reality-Shows als du gemacht Nein, habe? Nein, darum geht's gar mit nicht. Mehr Erfolg? Darum geht's gar nicht. Mit mehr ja. Siehst du? Das, ich mag das nicht. Es ist für mich ein kleines Mädchen, was versucht, irgendwo eine Löwin rauszulassen. Aber sie ist noch nicht diese Löwin. Ja. Ich möchte dieses Gespräch hier beenden. Und dann geh, aber du hast ins Club der guten Laune oder sowas. Aber nerv mich nicht. Ich habe gewonnen bei diesem Streit. Für mich geht es um verstanden werden und um Respekt. Und den hat sie einfach nicht erwiesen. Und verstanden hat sie auch nichts. Emmy fasst noch mal ihre Gedanken zusammen. Wow! Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ich heule gleich. Wie ekelhaft und peinlich ist das auf die Kleinste und auf die Jüngste der Sala? Ekelhaft, 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 ekelhaft. Versteht ihr jetzt, warum ich Menschen hasse? Ekelhaft, ekelhaft, hey, ekelhaft. Stell dich doch nicht wieder so ins Schussfeld. Oh, ekelhaft. Diskutier nicht mit ihr rum. Diskutier doch nicht mit ihr rum. Und hör mal auf zu weinen. Hey, hey Mädchen, es ist nichts los. Soll ich dich mal drücken? Darf ich dich drücken? Nein? Soll ich dich in Ruhe lassen? Dann komm mal klar, es ist nichts los. Ich bin der festen Überzeugung, dass Eva das ganz gezielt gemacht hat, Emmy vor den Neuankömmling platzen zu lassen, damit sie wie die Doofe dasteht. Greift die nicht an, weil dann haben alle, die jetzt irgendwie eine Münze wählen, morgen wieder, oh Gott, Emmy ist ausgeflippt, die wählen wir jetzt raus.
Daniel ist echt eins dieser einzigen Menschen hier drinnen, die keine Ratte ist. Er weiß, wie ich bin. Und er weiß auch, dass ich ein gutes Herz habe. Du bist hübsch, du bist gesund, du kriegst dir deine Quote. Mach das, lass dich nicht darauf ein, okay? Ja. Zieh durch. Eva wird alles dafür tun, dass sie mich morgen auf die Abschussliste setzt. Ich weiß das. Und egal, was ich tun werde, ich werde daran nichts mehr ändern können. Trotz ihrer düsteren Prognose möchte die sensible Emmy keinesfalls kampf- und klaglos aufgeben. Sie greift nach jedem Strohhalm und dieser Halm heißt Sarah. Ach so, sowas von scheißegal, Emmy, jetzt mal im Ernst. Man will gar nicht auf Platz 1 stehen, weil das ist dann auch wieder unangenehm. Hä? Sorry, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, da machst du einmal einen Kommentar. Ich will mich da raushalten, Emmy. Nicht böse gemeint, aber ich will mich da. Eine Sarah sollte auf einmal nichts mehr von meinem Konflikt mit der Eva wissen. Das fand ich sehr krass. Das stimmt so nicht. Sarah interessiert sich durchaus für den Konflikt, nur halt leider nicht für Emmys Seite, sondern für die von Eva. Du weißt ja, wer du bist. Ja. Und du bist eine Löwin. Mhm. Okay, pass auf, kurz Pause. Ich glaube, bei euch beiden ist das so, ihr könntet euch echt gut verstehen. Nein. Ich reagiere nicht auf ihre Provokation, weil ich mich auf dieses Niveau nicht herablassen möchte. Das Format hier, Kampf der Reality Stars, ist nicht Ex on the Beach Niveau. Mhm. Und auch nicht 24-7 saufen, ja, da hab ich und sich 24-7 mit irgendwelchen gesagt, ja. Schlampen auseinanderzusetzen. Ja, das ist eine Ansage. Ich finde Emmys Attitude einfach ein bisschen drüber. Und das ist halt nicht das Niveau, was ich hier bei Kampf der Reality Stars sehe und auch nicht das Niveau, was ich halt eingehen möchte. Emmy, mir ist es dir wichtig, noch was zu sagen. Ja. Also, ich wollte dich gestern nicht auslachen. Ich verstehe, dass du dich rechtfertigst, aber ich weiß auch, was ich gesehen und gehört habe. Ich muss mich. Und anstatt, dass du das halt laut in die Gruppe dann sagst und lachst, ja, aber wir reden noch untereinander. Hast du das halt so leise gesagt und nicht damit gerechnet, dass ich es höre. Es haben alle in dieser Reihe hier gelacht. Es haben alle in dieser Reihe hier miteinander gesprochen. Dein Kommentar war aber am Abstand, der am niedrigsten so. Ich finde deine Auffassung sehr interessant. Und sie ist halt völlig falsch. Sie traut sich nicht, zu ihren eigenen Fehlern zu stehen oder mir zu sagen, was sie eigentlich wirklich denkt. Natürlich wirst du dich verteidigen und sagen, dass du mich nicht ausgelacht hast, um dich selbst natürlich nicht als so ein bisschen Mobberin dastehen zu lassen. Also bitte. Dass Amy mir vorwirft, ich hätte sie gemobbt oder sie ausgelacht, ist für mich absolut lächerlich, absolut unter der Gürtellinie und absolut falsch. Das ist überhaupt gar nicht so. Klar habe ich eine bestimmte Meinung und die äußere ich auch. Aber was ich sage, mit wem ich drüber spreche, ist halt meine Sache. So, aber mit dich auslässt. Schön, dass du sprichst. Ja, danke. Ich habe eine sehr große Verantwortung und sehr großen Respekt vor meiner Familie und vor meiner Person. Deswegen dann sollte man möchte ich sowas lassen. Nicht wirklich ansprechen. Es gibt. Wir sind hier in einer Sendung, hier sind 24/7 Kameras und man wird sowieso alles sehen. Genau. Aber ich bin mir sicher, deswegen, dass du den Weg finden wirst und das wünsche ich dir. Alles, alles Liebe. Ich bin fein, ich bin bei mir angekommen. Du nicht. Denkst du, du kennst mich, um mir das zu sagen, Eva? Ich weiß das. Du überschreitest gerade deine Grenzen, denn du kennst mich nicht. Du kennst mich und meine Geschichte nicht, um mir das zu sagen. Nein. Ich sage dir jetzt, dass du eine Grenze überschreitest und du das besser lassen solltest. Jeder hat seine Geschichte, juckt mich aber nicht. Sie kennt meine Geschichte nicht, ich kenne ihre Geschichte nicht. Und damit ist das Thema gegessen. Okay, ich beende das Gespräch, weil ich finde es nicht cool. Und ich gehe jetzt, okay?